Ja, hallo, moin, moin, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal auf Gustav Spielwiese mit Werewolf The Apocalypse Earthblood Folge 2. Ja, in Folge 1 haben wir so ein bisschen die Anfänge der ersten Mission gespielt und quasi der ersten Mission. Die eigentliche erste Mission ist ja eigentlich das Tutorial mit einer kleinen Vorgeschichte. Aktuell befinden wir uns 5 Jahre in der Zukunft. Es sind einige Sachen passiert, die ich in Folge 1 auch nicht gespoilert habe. Da möchte ich natürlich gerne, dass, wenn sich Leute für das Spiel begeistern, das selber erleben. Die Einführungsmission und die eigentliche Mission Nummer 1. Und demzufolge sind wir hier 5 Jahre mit einem Zeitsprung und bekämpfen immer noch, wie gesagt, diesen bösen Konzern. Haben hier einen Auftrag zu erfüllen und wir müssen hier so ein bisschen ein Lieferformular ersetzen. Der Sprengstoffkisten. Wahrscheinlich wollen wir hier was in die Luft sprengen, ich weiß es nicht genau. Leider Gottes konnte ich in Folge 1 noch nichts von dem geilen Kampfsystem, wie ich finde, zeigen. Aber vielleicht kommen wir ja heute mal dazu. Und natürlich wie immer alles live und ungeschnitten. Wie schon in Folge 1 erwähnt, es spielt sich sehr, sehr cool. Das Kampfsystem macht Spaß, wenn wir dann die Möglichkeit haben, das jetzt noch zu sehen gleich. Und grafisch jetzt recht okay. Ist jetzt kein super Augenschmaus. Aber ich denke mal, die Grafik erfüllt seinen Zweck. Die Story ist bis jetzt relativ spannend. Gut vertont ist das Ding. Und technisch muss ich sagen, läuft das zumindest bei mir, die paar Stunden, wo ich gespielt habe, einwandfrei. Ich würde sagen, schauen wir mal. So. Wir können jetzt in den Wolf-Schleichmodus gehen. Wir müssen mal gucken, dass wir uns hier in Richtung Ziel irgendwie bewegen. Bestmöglich. Ich werde wahrscheinlich das ein oder andere Mal wie in Folge 1 auch abkratzen. Aber wir gucken mal, wie weit wir kommen. Hier habe ich schon einen ausgeschaltet vorhin. So. Okay. Der Soundtrack ist auch sehr nice. Also, das bringt das Ganze schon ein bisschen in Stimmung hier. According to the intel we received, the crates of explosives should be stored around here. Okay. Schade, dass es nicht auf Deutsch vertont ist, aber muss man mal gucken. Ich denke jetzt nicht, dass sie das nachreichen werden, aber würde mich natürlich freuen, wenn es dann ein DLC gibt, weil, wie ich auch das in Folge 1 erwähnt habe, ich glaube, die Story wird ungefähr mit ca. 15 Stunden angerechnet. Schauen wir mal, je nach Spielweise natürlich. Ich spiele jetzt auch hier in einem einfachen Schwierigkeitsgrad, muss ich dazu sagen. Und wenn es mir dann gefällt, all right, Dusk. The delivery label's been switched. Werde ich vielleicht noch einen Durchgang auf hart machen. Wait, I smell something. Give me a minute to check it out. Okay, Bedrohungen und Penumbravision. Okay, kannst du spezifische Bedrohungen? Okay, das ist hier unser Geistermodus. Wir sind natürlich ein Werwolf hier und gegen Silber sind wir extrem allergisch. Ah, wir gucken mal. So, die Wissenschaftler sind natürlich keine Soldaten, aber auch die können natürlich Alarm schlagen. Denke ich zumindest. Ich habe es noch nicht probiert, aber auf jeden Fall arbeiten die ja für diesen ganz, ganz bösen Konzern. Ich weiß gar nicht, wie der heißt nochmal. Muss ich nochmal in meinen Unterlagen gucken. Wird wahrscheinlich nochmal erwähnt nachher. So, das waren hier Pfeile, glaube ich. Genau, wir können ja auch Pfeile abschießen. Wenn wir in Menschengestalt sind. Gar nicht mal so schlecht. Notizen. Die Notizen hatte ich in einem Artikel auch gelesen. Sollen auch so ein bisschen Hintergrund nochmal erzählen. Hier zum Beispiel ein paar Dinger über die Kugeln. Legen Sie die Silberkugeln erstmal zur Seite. Der Kunde hat den Boss noch nicht bezahlt. Orloff hat angeordnet, dass nichts geliefert wird, bis die Rechnung bezahlt ist. Okay. Sind halt ein paar Hintergrund-Schnipsel. Silver. Whoever ordered this intends to kill Garou. Dusk. They're shipping out silver bullets. You know what that means. Change of plans? Change of plans. I need to find out who's buying these bullets and why. Buy me some more time. Ja, Silberkugeln sind wie gesagt nicht so schön für uns. Planänderung. Stelle Nachforschung über die Silbermunition an. Das geht mir ein bisschen zu schnell immer weg. So, erkunde die Anlage des Waffendealers. Also es ist ein Waffenhändler, Waffendealer hier.
weiß nicht, was sie hier bauen. Auf jeden Fall nichts Gutes. So, wir werden einfach mal... Dieser Wechsel geht auch sehr, sehr nahtlos, ne? Also von Menschengestalt in Wolfsgestalt, das ist sehr, sehr schön gemacht, wie ich finde. Ah, guck mal, jetzt ist auf einmal dieser Schacht hier auf. War das der gleiche Schacht wie in Folge 1? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall können wir hier durch, wenn wir wollen. Vielleicht müssen wir da auch durch. So, vielleicht können wir hier auch außen rum. Naja, theoretisch. Wir können natürlich auch hier den Schalter aufmachen. Ich weiß aber nicht, ob die Kollegen dann die Tür hören. Also kriechen wir mal hier durch. Gleich ein bisschen ungefährlicher. Okay, jetzt rüber. So, who's the lady the boss is meeting with up there? She's from Andrin, here for the special order. Silver. So, ich hab's jetzt mal auf die Schnelle gemacht. Ich hoffe. She's picking up some golden guns while she's at it. You know what they say? The client is king, especially when the client's name is Andrin. Okay, immer schön alles im Blick haben hier. Okay, das ist nochmal gut gegangen. Ab in den Fahrstuhl rein. Shouldn't be much longer. Fast fertig, sagt unser Kollege hier. Kahel. Auch ein sehr cooler Name. Hört sich fast so an wie Kalel. So. So, das ist hier so eine Art Obermufti. Der sieht hier ein bisschen gefährlich aus. So. Okay, hier können wir beobachten. You were supposed to have delivered the ammunition 1 week ago. 1 week. Andrin doesn't like waiting. Oh, paying, clearly. You're not getting anything until Andrin is paid up. You can tell that to your President Watkins in person. I don't think you understand what's at stake here. Oh, I understand that you've just been attacked and you're looking to hit back. I also understand that you need our ammunition to do that. And we've got that ammunition right downstairs, ready and waiting to go as soon as you've paid us. Sorry, Major, but business is business. Well, fuck you two. Then we'll attack Tarker's Mill without your help. And rest assured, okay, ich glaube nicht, dass er der Oberobermufti ist, aber der hat schon was zu sagen. Der Tarker's Mill. Hey. Oh, da geht er direkt rein. You and I need to talk. Wow. Who are you? How'd you get in? I'm asking the questions. Who are you talking to? The woman. And what's this attack on Tarker's Mill? I'm calling security. Try it and it'll be the last thing you ever do. So, wollen wir jetzt zornig werden oder wollen wir ihn ausfragen? Wir werden zornig. Security, alert! Können wir gleich ein bisschen fighten? Und auf geht's. Ah, der hämmert ordentlich rein hier. So, ich muss hier natürlich wie immer live und ungeschnitten ein bisschen den Ton regulieren, weil die Effekte doch schon ein bisschen laut sind. Machen wir es mal so. So, das ist schon mal ein bisschen besser. So, mit Q können wir immer die normale Werwolf-Gestalt auswählen. Oder die etwas stärkere. Teilt ein bisschen mehr aus. Haben auch hier eine Fähigkeit, wo wir die Leute anspringen können. So, erledigt. Und wir haben irgendwann mal ein Raserei-Balken dann voll gemacht. Dann gehen wir richtig am Rad. I have to go back. So, Geisterpunkt und Fertigkeitsbaum. Haben wir was freigeschaltet? P zum Aktivieren. Gehen wir mal direkt rein. Siehst du wohl, haben wir auch in Folge 2 gleich ein bisschen Kampfsystem gezeigt hier. Geisterpunkt verfügbar.
Dann können wir hier ein bisschen was belegen. Vernichte Sicherheitskameras, Verstärkungseinheiten und Geschütztürme mit Pfeilen. Das ist natürlich eine gute Option. Das kann man dann hier erweitern. Oder wenn du Feinde ausschaltest, erhöht sich nun der Zorn zu gewinnen. Kann man auch nehmen. Zeitlupe wird jetzt aktiviert, wenn du mit der Armbrust zielst. Der Lupus erkennt entfernte Geister problemlos mit der Penumbra-Vision. Das ist auch ein geiles Wort. Penumbra-Vision. So, entfessle den Wolf. Zorn gewinnt einen zusätzlichen Platz hinzu. Ja, was nehmen wir denn da? Die Qual der Wahl. Ach, Zorngewinn hört sich ganz gut an. Zack, hier müssen wir festhalten. So, unten haben wir noch nichts für den Kampf. Kommt später. Ja, auf jeden Fall konnte ich es in diesem schnellen Fall nicht zeigen. Haben wir halt auch Fähigkeiten, die wir dann ausrüsten können. Auf Taste 2 zum Beispiel haben wir diesen Sprung, den ich 2-3 Mal gezeigt habe. Und Taste 1, glaube ich, war das, war dann Heilung. Kann man sich auch heilen. Und ja, ab in den Schacht, würde ich sagen. Dusk. What the fuck are you doing, Gal? I just had to pop a couple guards who wanted to put a bullet in my head. Get the fuck back here already. Sorry, but I didn't have a choice. Keep the engine running. We're out of here as soon as I get back. Okay. So, hat die Pflanze da gerade geläutet? Kann ich die Pflanze hier nehmen? Nee. Die blinkt ein bisschen, ne? Aber die kann ich irgendwie nicht einsammeln. So. Wir müssen hier nochmal, glaube ich. Ach so, nur wenn ich hier in diesem Geistermodus bin. Das ist ja auch geil. Aha. Geister und Erfahrung. Das Sammeln von Geistern gewährt Kerl Geisterpunkte, mit denen er seine Fähigkeiten oder Fertigkeiten verbessern kann. Okay. Also obwohl wir eigentlich das, ich sag mal, das Tutorial, was eigentlich gar kein richtiges Tutorial war, gespielt haben, werden wir auch hier so ein bisschen mit einigen Sachen vertraut gemacht. Auch okay. Drücke F zum Nippen an einer Flasche. Kahels Zorn wächst jedes Mal, wenn er an einer Flasche nippt. Aha. Okay. So, weiter geht's im Text. Ich glaube, das ist auch ein Spiel, was ich gerne mal streamen kann am Wochenende. Natürlich nur, wenn es die Zeit zulässt. Schauen wir mal. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne auf meinem Twitch-Kanal mal vorbeischauen und mir da folgen. Frei nach dem Motto, Support ist kein Mord, würde ich mich natürlich freuen. Da bin ich allerdings immer nach Lust und Laune aktiv mit gelegentlichen Livestreams. Und ja, jetzt müssen wir jetzt aber hier nochmal die Zielsetzung uns angucken. Kehre zu Takers Mill zurück, triff dich mit Dusk. Takers Mill heißt das. Das war unsere, ich glaube, unser Sammelpunkt, wenn ich mich nicht irre. So, wir müssen natürlich uns vorsichtig hier bewegen. Hier müssen wir, glaube ich, bestimmt wieder was ausschalten. So, eine Kamera. Die ist an. Die müssen wir ausschalten, bestimmt. Und das ist auch eine Kamera. Okay, das ist ja relativ easy. Kann man hier vielleicht rein? Kann man den Schalter betätigen? Nee. Das ist auch ein anderer Schalter. Ich hätte jetzt hier gedacht, dass man vielleicht den Schacht hier irgendwie zerstören kann, weil er so ein bisschen hervorgehoben ist. Kann man aber wahrscheinlich nicht. Also doch dann über die Tür. So. The alarm went off in the boss's office, but I'm not getting any response from that sector. So, sabotieren des Verstärkungstruppenzugangs. Take your positions, people. Maximum alert until the situation's clear. Okay, machen wir das mal. So, ich glaube, wir riskieren es jetzt einfach mal, dass wir den Kollegen hier mal mitnehmen. Weiß ich nicht. Gefällt mir nicht so sehr. Wir probieren es einfach mal. Someone open. Okay, das scheint noch gut gelaufen zu sein hier. Den nehmen wir mal auch noch mit hier.
So. Wir können jetzt zornig werden und den Laden mal richtig aufmischen. Wir werden aber das nochmal... Oh, das sind schon einige, ne? Ne, komm, wir nehmen den Schacht. Mal gucken, wo der hinführt. Warum Gewalt anwenden, wenn wir das auch alles erstmal so lösen können? Vielleicht kommen wir so in einer besseren Position. Guck mal, wie hier zum Beispiel. Können wir den jetzt bearbeiten? So. Puh, das wird eine heikle Nummer hier. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, dass er mich sieht. Ach, guck mal, da ist ein Schacht. Okay. Den nehmen wir nochmal mit hier. Das macht doch Laune hier. Das haben wir gut gelöst, die Situation hier. Sehr, sehr schönes Gameplay, muss ich sagen. Macht echt Spaß, sich mit diesem Werwolf hier zu bewegen. No reply from the delivery bay either. Shit, what's going on? So, den lassen wir erstmal weggehen. Die Frage aller Fragen ist, ne komm, die Wissenschaftler lassen wir mal leben. Die wurden bestimmt auch gezwungen, hier irgendwas zu machen. Oder? Ne komm. Wir nehmen sie mit, wir nehmen die alle mit. Die sind alle schuldig. Bloß wenn der Kollege sich jetzt umdreht, habe ich die Arschkarte. Es macht schon Laune, hier rumzuschleichen. So. Kann man hier irgendwie... Ach, scheiße. Ui, das war knapp. Hier können wir sabotieren. So, ich hoffe mal, dass dieser Mensch da hinten sich irgendwie umdreht. Weil, wie gesagt, ich will jetzt nicht hier den Werwolf-Gestalt alles niedermetzeln. Kann ja immer noch Verstärkung kommen. Okay, wir warten mal noch ein bisschen. Wäre schade um die ganze Mühe. Achso, wir können ja noch heulen irgendwie, ne? Okay, das juckt ihn gar nicht so richtig. Okay, warte mal. Ach, warte mal. Komm mal her, Kollege. Ach, was? Warum machen wir das so? Siehst du wohl. Gesperrt. Scheiße. Nein, jetzt haben wir die Arschkarte. Okay. Dann räumen wir mal auf hier. Hinrichten können wir hier auch. Die Musik ist natürlich auch sehr nice hier. Oh, Silberkugel, ja, gut.
Entfernung. So, haben wir den Laden ordentlich aufgemischt hier. Mal lieber hier Gesangsverein, du. Aber die Tür wird wahrscheinlich immer noch zu sein. Aber da ist ein Schacht. Oder bin ich von da gekommen? Nee, von da bin ich doch gekommen, ne? Entweder wir nehmen jetzt den da oder den da. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Wir gehen mal hier rein. Nee, ich glaube, von da sind wir nicht gekommen. Das ist der Richtige. Scheiße. Okay. Dann eben so. Da hat sich unser Held ein bisschen ausgetobt hier. Und ja, das Szenario hier sieht natürlich auch sehr geil aus. Ne? Überall Blutlachen. Nur die Leichen haben sich, ne, die haben sich nicht alle aufgelöst, aber einige haben sich aufgelöst. Okay. Ist wahrscheinlich der Grafik-Engine geschuldet. Halb so wild. So, ich glaube, die Folge 2 wird ein bisschen länger als Folge 1. Aber macht nichts, wir werden das jetzt durchziehen hier. So. Ich will natürlich auch mal ein bisschen was außerhalb des Komplexes hier zeigen. Das wird vielleicht dann in Folge 3 dann vorkommen. Ich muss mal gucken, kann sein, dass ich einen Tick vorspiele. Aber wir sind schon in der Videosequenz. Sehr nice. Tja, wir lassen das Video mal laufen. Tucker's Mill. So, ich werde natürlich jetzt auch die Restdiskussion hier, glaube ich, die jetzt wahrscheinlich kommen wird, laufen lassen. Damit wir dann auch nahtlos dann auf Folge 3 anknüpfen können. Drücke eine beliebige Taste zum Fortfahren. Ja, wir lassen mal nochmal laufen. Sind Sie gut dabei gerade? We're too late. Engine is already here. Haben wir gleich ein paar Videosequenzen dabei. What do we do? Stop the truck. What's even down there? My home. Dusk, stay out of this. Wait! Call! Rodko! Rodko, they've cleared our northern line. They have an exo. We'll take care of the wounded later. We have to stop them. Let's go! Move! Right. Rodko. You'll regret that. Ja, jetzt geht das nochmal richtig los hier. Clever boy. All troops, fall back! Fuck!
fucking Silver. Tell me, where's Adana? Don't worry, Cahal. Your daughter didn't fight this battle. Ja, das war doch mal ein schöner Fight hier. Riddled with silver. Ja, aber an dieser Stelle, das Video ist so schon ein bisschen zu lang geworden. Ich hoffe natürlich jetzt, dass euch dieses Video gefallen hat. Wir haben nochmal zum Schluss richtig Action gesehen. Bisschen Kampfsystem haben wir gesehen. Die Mission zu Ende gemacht und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es jetzt in Folge 3 weitergeht. Werde auf jeden Fall die Tage dann nochmal kommen. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass ihr dann nächstes Mal wieder dabei seid. Für alle Neulinge würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und an alle anderen natürlich, die dieses Video gesehen haben, auch da würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst. Wenn ihr Fragen, Sorgen, Nöte habt, gerne in die Kommentare reinschreiben. Verbesserungsvorschläge natürlich auch. Oder auch andere Infos, die dieses grandiose Spiel betreffen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder zu Folge 3 von Werewolf Apocalypse. Und in diesem Sinne, checkt das aus. Sergeant Gustav ist raus. Bye bye, bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Zocken.